Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute, was guckst du denn so? Wir haben heute den 16. Mai und am 16. Mai haben wir auch ein Geburtstagskind natürlich zu feiern. Mhm. Megan Fox. Kennst du? Findest du gut? Foxy Lady. Ja, das ist sie. Ach, guck mal hier. Guck mal, das ist Megan Fox. Megan Fox in grün. Ja, Megan Fox hier. Und die Megan Fox hat ja in so Blockbustern gespielt wie, gibt's eigentlich gar nicht, also ein Transformer. Augsburger Puppenkiste. Ja, genau, bei Jim Knopf und Lukas Podolski. Lukas Podolski ist wilde 13 Jahre. Ja, der hat ja immer die wilde 13 hinten drauf gehabt, der Lukas Podolski. Ja, das war seine wilde 13? Ja, das war seine wilde 13, genau, die Megan. Ja, und die hat ein paar ganz guten Filme mitgemacht, die ich nicht gucke. Hier, Ninja Turtle, Hero, Mutant. Rotzfilme ohne Ende. Ich habe diese Liste gelesen, von wo die mitgemacht hat. Ja, Rotzfilme ohne Ende. Wo denn? Ja, hier Transformers und so. Hast du ja schon gesagt. Das ist aber eine sehr kurze Liste. Das ist eine kleine Liste. Piep. Ja. Und die Liste fand ich scheiße. So. Gut. Ja. Am 16. Mai 2005 haben die Frauen in Kuwait das Recht erhalten, zu wählen und gewählt zu werden. Und das ist der Schleier der kuwaitischen Frauen. Nein, Spaß beiseite, das ist die kuwaitische Flagge natürlich. Ja, genau. Klar. Also, hier, Volksfront von Judäa. Gib Gas. Am 16. Mai ist auch Tag der ungewollten Kinderlosen. Also, verstehst du? Ich habe doch ein Problem mit doppelten Verneinungen, das ungewollt weißt du kinderlos. Ungewollt kinderlos. Achso, das heißt, genau. Die, die Kinder haben wollen und sie nicht kriegen können. Ja, richtig. Heute ist der Gedenktag oder... Was macht man da? Ich überlege auch gerade. Mit eigenen Kindern auf die Straße und sagt... Nee, 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 nee. Was macht man da? Keine Ahnung. Da geht man einfach... Geht man auf den Spielplatz und freut sich, dass alles und sagt, leer ist. Alter, ich beneide dich. Ja, also... Aber ungewollt sind die. Gibt man da als Vater oder als Mutter gibt man hin und sagt, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt. Mein Kleiner nervt wie die Hölle. Was macht man da? Weiß ich nicht, warum das ein Gedenktag ist, habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall. Da war noch was frei und hat man gesagt, komm. Am 16. Mai, komm, da ist nichts, sonst machen wir hier Gedenktag der Kinderlosen mit einem schwarzen Schuh. Die Kinderlosen mit einem schwarzen Schuh? Kinderlos, schwarzer Schuh und rote Unterhose. Das ist heute Gedenktag. Okidoki. Ja. Am 16. Mai ist erstmalig an der Freiburger Universitätsklinik die erste Verpflanzung eines Kunstherzens gelungen. Deutschlandweit, Zeig. Das einen Patienten dauerhaft am Leben halten soll. Ja, das ist ein Kunstherz, ne? Das ist, ich habe das mal einfach hingekrixelt. Ich wollte auf die Schnelle mal was fertig machen. So geskribbelt, ne? Ja, genau. Ja. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch nicht viel zur Hand. Ein Stift, nicht mal ein Blatt. Und, ach, das ist gezeichnet? Ich dachte, du hättest gebaut schnell. Nee, das ist gezeichnet. Das ist gezeichnet. Das Gebaute hätte ich noch mal so 2-3 Minuten extra Ja, man gebaut. Sieht aber, dass du kein Talent hast. Ja, für Freunde habe ich kein Talent. Ja, sonst, wenn du Geld kriegst, dann strengst du dich an. Ja, genau. Ja, so ist es. Ja, das war der 16. Mai. Kurz und knackig. Kurz und, also richtig kurz. Und richtig knackig. Oh, ja, aber nicht wegen dir. Morgen ist der 17. Mai, schalte wieder rein bei Daily und da sehen wir uns wieder. Das ist ja brutal. Ciao. Cheerio, Miss Sophie. Mach doch. Ja, mach dein Ding jetzt. Cheerio, Miss Sophie.